So, meine lieben Liebenden, da ich mal wieder nicht schlafen kann, weil ich mich wieder zu viel aufgeregt habe, gehen wir doch jetzt mal einfach in die Landwirtschaft. Ich habe eben World of Warships ausprobiert, aber das ist um diese Uhrzeit definitiv nicht von Erfolg gekrönt. Und dementsprechend machen wir doch jetzt mal ein bisschen Landwirtschaft, ne? Landwirtschaft, Landwirtschaft. Ja. Das ist schon super so. Ja, wie gesagt, Landwirtschaft. Dauert ein bisschen mit der Karte, ist ein bisschen größer, ne? Und ich werde so ein Stündchen vielleicht ein bisschen länger machen. Also von daher viel Zeit zu gucken. Wer es noch nicht mitbekommen hat, ich habe die Schweineställe entsorgt. Ich habe Schafställe dafür gebaut, kleine. Weil ich damit einfach nur die Wolle nachfüllen will, die in meinen zwei Fabriken fehlen. Und weil der Unterhalt von Schweinen definitiv leichter ist. Und ich werde jetzt auch Futter einfach zukaufen für die Kühe. Das werde ich nicht mehr selbst produzieren. Das werden wir gleich auch noch löschen, das Ding. Und dann werde ich mich einfach darauf konzentrieren, das und eben halt Landwirtschaft zu machen. Ich habe bei Schafen einmal Milch und einmal Wolle genommen. Ich bin ganz neugierig, ob ich jetzt für die Milch, ob da jetzt normale Milch bei rauskommt oder was dabei rauskommt und wo ich die verkaufen kann. Damit habe ich mich jetzt noch nicht beschäftigt. Da dürfen wir alle neugierig sein. So, hier unten habe ich. Da haben wir einen vollen Wagen. Hier machen wir noch Zuckerrüben. Hier hätten wir Dings gemacht, können wir aber nicht. Hier müssen wir noch Heu machen. Halt irgendwas andersrum. So, und der muss schwadern, damit wir ja sammeln können. Und dann können wir später Peter sagen und dann mit dem Ladewagen Heu machen. Da werden wir dann mal mit zwei Ladewagen hier runterfahren und die jeweils immer voll machen. Ist, wie ich festgestellt habe, definitiv, also bei den 200.000er Wagen natürlich, die effektivste Variante, natürlich wesentlich effektiver als ist kein Bock. Natürlich, wenn ihr hier, was wollte ich denn jetzt sagen? Klar, wenn ihr Ballen machen würdet und die dann noch sammeln müsst und was weiß ich was. Ne? Eine Ballenpresse fährt auch langsamer und wie gesagt, natürlich werden ihr wie ich die 200.000er Ladewagen nehmen. Ne? Das ist natürlich Grundvoraussetzung dafür. Ne? Also ein bisschen aufpassen, dass wir uns halt. Wir können mal eben kurz mal zurück. Mal eben kurz die Geschwindigkeit ein bisschen runtersetzen, nicht, dass er sich jetzt mit dem Heumann in die Quere kommt. Erstmal warten, bis der Heu, wenn er fertig ist. Noch weiter zurück. Der ist aber nicht ansatzweise voll. So, und hier sind meine Schafställchen. Ist das nicht cool? So, hier habe ich noch die Reste vom Schützenfeste. Also die muss ich jetzt ja auch. Oh Mann. Die muss ich ja auch überfahren und da brauche ich sie nicht. Da habe ich noch mehr als genug. Oh, das wird ein Drama jetzt, so die Futterfabrik abschaffen. Genau, zack. Ja, ich könnte jetzt darüber diskutieren, ob ich es verkaufe, was da drin ist. Machen wir jetzt nicht. Theoretisch, wenn es sauber gemacht werden würde, wäre jetzt ein Riesenhaufen Futter. Aber ich doch nicht. So, jetzt habe ich hier massenhaft Platz, ey, krass. Da muss ich auch nochmal überlegen, was ich mit dem ganzen Platz mache. Aber das kommt jetzt auch so ein bisschen drauf an, wie das mit den Schafen abläuft. Da haben wir noch einiges zu tun und wir müssen auch unsere Fabriken wieder beliefern. Und hier ist auch noch genug abzuholen. Wir müssen gleich mal gucken, wo wir
die Eier hinbringen, ne? Tja, wohin nehmen wir die Eier ist, ne? So. Ups. Können wir auch gleich aussteigen. Den nehmen. Hier können wir uns nochmal einen Weg bauen irgendwie, dass wir hinten auch rumfahren können. Nicht einfach immer nur über den Teppich fahren, hier wollte ich gerade sagen, über den Rasen. Überlege ich mir aber noch. Ich weiß noch nicht, ob ich das machen will. Weil ich finde es auch ganz schön, ein bisschen Grün hier noch im Hof zu haben. Schauen wir mal. Mist ist schon übervoll. Okay, wenn es auch nicht viel ist, aber es ist voll, ne? So, was gibt es denn eigentlich an Schnäpschen? Nee, das wollte ich gar nicht. Puh. Ja, 4 rote Zahlen, ne? Und trotzdem 7,9 Millionen. Aber wir haben jetzt ja auch wieder Hütten verkauft und darf man halt auch nicht vergessen. Ich könnte sogar noch mehr Geld machen, wenn ich gleich das Stück Land verkaufe, was ich sowieso nicht bearbeiten will. Das können wir auch gleich. Hier wollte ich nach Schnäppchen gucken. Da. Ja, nix. So, dann gehen wir hier nochmal rein und sagen Land, weil ich habe nämlich die 17 nur gekauft. Oder jetzt die 80. Weil ich die Bäume da abholzen wollte. Damit meine Traktoren hier besser wenden können. Klingt bescheuert, ist es auch. Aber war mir wichtig. Ja, man kann auch hier rumfahren. Also ist es ja nicht. So wie Zeit muss sein, ne? Eigentlich. Da könnte man auch die Ecke hier vorne weg machen. Nee. So. So gelegen. Aber den anderen. Und dann könnte man eben natürlich kann man jetzt hier auch einfach wenden, ne? Und einfach zurückfahren. Ich wusste gar nicht, dass der Zaun noch offen ist. Das war mir auch nicht bekannt. Auch nicht schlecht. Das heißt, die können ständig auf mein Feld laufen. Das finde ich ja nicht so witzig. Ja, jetzt fährt man halt immer hier rüber und, ne? Ach du Mayonnaise. So. Oh. Der Duftsprüher hat es wieder ziemlich gut gemacht. Ups, wollte ich gar nicht. Habt ihr aber gar nicht mitgekriegt, ne? Außer dem Tonausfall. Gut. So, du kannst hier nochmal den Rest holen vom Schützenfest. Das ist echt der aufwendigste Teil vom Hof, den es gibt. Muss man schon sagen. Dann haben wir den jetzt überhaupt noch drin. Puh. Wahnsinn! Wie wir bei der Anlage. Wir haben nur noch eine. Güllehülle. Also es wären so 400.000. Gar nicht, verdammt nochmal. Egal. Achso, hier habe ich jetzt auch zu viel. Stimmt. So, jetzt können wir eben erstmal gucken, wo die Eier hin können. Das ist erstmal als allerwichtigste ist da. Eier. 388 Lidl. Oh, hilft nichts. Dann zahlt Lidl mal wieder am besten. Ne? So. Aber. Das viele Geld können wir natürlich auch mal wieder dafür nutzen, dass wir alle Produktionen einfach auffüllen. Das sind übrigens satte 200 PS hier bei dem Traktor. Ich hab mir gedacht, kauf was Vernünftiges, aber auch nicht zu groß. Aber trotzdem was, der sich eben halt auch nicht mit, wenn er mal was Größeres
schleppen muss, abquält. Und alle Nachbarn freuen sich hier, wenn ich mit Vollgas hier durchreiß. Das ist jetzt aber eine zweite Traktormarke, ne? Marke, Marke. Und da rennt wieder der eine, der immer eh wieder quer durchrennt und keiner weiß warum. Aber der rennt dann. Das ist wichtig. Schön würde ich auch die drei Müllsäcke, die da stehen. Typischen schwarzen Müllsäcke. Die hat eine böse Nachricht von ihrem Kerl gekriegt und deswegen rennt die da rum wie so ein aufgestochenes Huhn. Aufgestochenes Huhn. Vollgas. Schön mit 50 für die 30-Zone, aber das kennen die ja alle. Das wissen die. Und da es ja eine verkehrsfreie Zone ist, können wir auch mit Vollgas über die Kreuzung machen. Könnte man auch darüber diskutieren, dass ich eigentlich auch geradeaus fahren könnte, den mache ich aber nicht. Also den Weg hier fahre ich schon links. Warum auch immer. So. Schützenfest hier ab und dann müssen wir mal gucken, was wir von den. Achso, die anderen müssen wir. Die anderen Sachen müssen wir auch noch abholen. Stimmt ja. Zack. Und dann muss der hier wieder abladen. Und dann ist es auch erledigt. Sehr schön. Ups. Okay, die Milchkäse und wir wollen die das auch noch holen. Klamotten. Eigentlich sind wir ja all die grundlegenden am liebsten, weil der sich am besten anfahren lässt. So, dreimal Butter. Und nochmal Käse. Was mache ich denn hier? Schon allzu zu früh abbiegen. Kommt davon, wenn man immer auf zwei Monitoren gleichzeitig guckt. Hier ist mal kurz in unser Industriegebiet. Mal das Brot und so abholen. Und ich werde es einfach zu Aldi fahren, weil ich möchte mit Aldi irgendwie eine Kooperation machen und ich fand es so super, dass zum Beispiel auch der Wolfgang Grupp gesagt hat, dass Aldi ein ganz toller Abnehmer war und dass er nie was auf seinen Kunden kommen lassen würde. Fand ich eine super Sache. Haben wir auch schon Müsli? Ja. Müsli haben wir, Öl haben wir, oh, das wird jetzt. Das wird eine ganze Menge, wenn das ja. Das wird eine richtige Menge. Wenn mit einer Fahrt wahrscheinlich gar nicht hinkommen, ne? Da stehen Rosinen, die würde ich zum Beispiel aber gar nicht mitnehmen. Und ja, ich könnte dir natürlich die ganzen Sachen auch hier am Marktstand verkaufen, ne? Ganz klar, könnte ich. Abschalten. Oh, den würde ich ja nicht mitnehmen. Aber die zwei Brot hinten mitnehmen.
falls ich die noch irgendwie drauf kriege. Don Honig steht hier ja auch noch in Massen. Ich würde sagen, wir machen es anders. Wir werden das abladen und nachher mit dem LKW wegtransportieren, wenn wir das Mehl verteilt haben. Das ist, glaube ich, effektiver. Wir stellen uns vielleicht nicht direkt vor die Bienen. Weil wenn die erstmal, wenn die ja erstmal alles riechen, ne? So, jetzt ein LKW. Dann müssen wir jetzt mal eben einmal das Mehl durch die Gegend fahren. Die anderen Produkte werde ich ja sowieso nicht los bei Aldi. Vielleicht sollte ich auch einfach irgendwann mal einen zweiten Auflieger kaufen, aber nein. Ach, braucht man auch nicht wirklich. Aber grundlegend würde es bei meinem Einkommen und meinem Verdienst hier natürlich überhaupt keinen Unterschied machen. Wenn ich das mache. Ah, ich wusste, es ist irgendwo. Aber ich will hier eben halt auch nicht am Markt schon was verlieren. Das ging gerade so gut. Nee, ging nicht so gut, aber egal. So viel wird es nicht gewesen sein. So. Da steht immer noch der blöde Hänger mit dem Raps. Ne? Den müssen wir irgendwann auch mal. Irgendwann müssen wir mal auskippen. Boah, jetzt hätte mein früherer Kumpel, der hätte jetzt ganz doll geschimpft, wie ich LKW fahre. Das war ja immer sein Hobby, LKW fahren. Der hatte so einen tollen Job als Kommunikationselektroniker und im Endeffekt wollte er eigentlich nur LKW fahren. Frei sein. Keine Ahnung, was ihn dazu bewegt hat. Ich weiß es nicht. Aber man findet auch nichts über ihn im Internet. Deswegen kann ich es auch nicht sagen. Guten Abend, du einer Zuschauer. Schön, dass du da bist. Oder guten Morgen vielmehr. 5%. So, jetzt lade, komm, gib Gas hier. Ich habe nicht ganz Tag Zeit. Bin wieder nicht vollgeladen. Das hat er auch mit Vorliebe. Jetzt kann ich hier wieder nicht wenden, weil das Zeug hier rumsteht und vor allem auch noch in der Luft schwebt, interessanterweise. Ja, geht trotzdem. Aber nicht so, wie ich mir das gerade vorstelle, aber doch, das geht. Man könnte natürlich auch einfach über den Hof fahren. Ne? Also in die andere Richtung einfach geradeaus fahren und dann über den Hof dann wieder zurückfahren. Aber nein, machen wir nicht. Diesmal haben wir nichts mitgenommen. So. Honig habe definitiv. Die Honigproduktion funktioniert auf jeden Fall. Also die finde ich klasse. Muss ich wirklich sagen. Also das ist mal was, was effektiv ist. Also das muss man wirklich sagen. Also so. Das ist wirklich mal effektiv. Und jetzt werde ich auch nicht darauf achten. Den Rest werde ich definitiv alles zu Aldi fahren. Weil es einfach zu viel Arbeit ist. Mal gucken, wie viel wir jetzt in den Dings drin haben noch. Das dürfte wahrscheinlich sogar noch für einen vollen LKW problemlos reichen. So, bäh. Automatic Load. Oder was? Ja, schlafen wir schön, aber geht gerade nicht. Ist auch der Regen steht momentan auch so auf meinem Fenster, dass ich den die ganze Zeit prasseln, ja. Ja, gut, das ist mit meinem Hörschaden nicht wirklich das Problem. Das kann man dann schon mal machen. Voll kriegen wir ihn damit nicht mehr, aber wir kriegen vielleicht eben mal die Bäckereien voll damit. Ich will, wichtig, kein Autoload. Ich
sollte hier nicht noch die komischen Soja-Dinger mitnehmen, weil die werde ich nicht los bei Aldi. Das sind ja Sonderproduktionen, dafür haben wir hier das Zeug stehen. Das wollte ich auch immer noch schöner machen irgendwie. Hier zum Beispiel Parkplätze vorbauen oder so irgendwie. So stelle ich mir das eben halt vor. Shit. Jetzt habe ich mich in einer Bäckerei vorbeigefahren. Das ist doof. Okay, gut, das rein, okay. Nee, jetzt ist er am Ende. Boah, wie wir das wieder machen, ne? Als wäre nie was anderes gefahren werden als LKW, ne? Das Holz müssen wir auch nochmal kontrollieren, ob wir da nicht wieder was reinkriegen. Oh, ist alles lose hier. Ich denke, ich hatte die Gurte angemacht. Weg. Alles weg. So, wie werden wir jetzt am geschicktesten? Oder fahren wir einfach rückwärts? Dirk würde sagen, fahren wir doch einfach rückwärts. Ja, aber gerade sollten wir schon rückwärts fahren. Naja. Dann würde ich vorschlagen, fahren wir jetzt wirklich rück, da hätte ich jetzt wirklich drin wenden können. Den Honig nehme ich jetzt, ich nehme jetzt erstmal das andere Zeug alles mit. Ja, rückwärts fahren ist nicht so. Eigentlich finde ich das dann recht gut, vor allen Dingen auch mit meinem Achsenträger bin ich eigentlich immer relativ gut damit. Mit der gelenkten Achse definitiv nicht. Und nein, ich installiere mir hier nicht dieses komische Blockieren mir die Achse. Also das finde ich dann auch so unrealistisch, wie ich spiele mit 200.000 Hängern und was weiß ich nicht was. Aber das finde ich dann irgendwie auch merkwürdig. Ich weiß nicht warum, aber... So. Zurück zum LKW. Weil das ist ja ein voller Eingriff in die Fahrphysik. Wobei andererseits, ja, 200.000 Liter Ware sind natürlich auch ein Eingriff in die Fahrphysik. Das kann man auch nicht anders sagen. Nehmen wir das auch euch mit. Ne, will er nicht. Doch, jetzt. Ja, Butter hat er mir weggenommen, der Hund. Vom Store da. So, jetzt können wir Honig laden noch. Den Rest können wir jetzt mit Honig voll machen. Wir wollen vorher einmal ausmachen. Das ist immer das Problem, wenn ihr den nicht ausmacht, dann lädt er meistens komisch schräg und so auf, wenn er nicht steht dabei. Ja, das ist definitiv so auch nicht richtig. Jetzt steht hier noch Butter rum, ne? Das ist der jetzt wirklich voll? Sieht so aus, ja. Na, wir müssen es beim nächsten Mal abholen, das hilft nichts. Wir können eben einmal aussteigen und einmal... Ja. Geht das? Ja, geht nicht. So. Hinter der Müsli-Fabrik reinfahren, damit wir nicht vorne durch das Ding durchfahren, damit wir die Tür nehmen, die Plane zu machen. Dann Lust da wieder noch mehr Butter zu verlieren. Theoretisch können wir jetzt auch mit dem Traktor den Rest gleich hinterher fahren. Boah, das war knapp. Das war knapp. Jeder Versicherungsagent hätte jetzt gefragt, waren Sie besoffen? Jo, nein, bin ich nicht. Kein Tropfen getrunken heute außer Tee. Gestern auch nicht. Und das war nur einmal jetzt wieder zur Feier des Tages, dass ich mir wieder so richtig einen gelötet habe. Ansonsten bin ich dem Ganzen ja schon wieder so,
immer dieselben. Ich brauch's einfach nicht mehr. Ah, den haben wir vergessen. Unseren Robert. Es ist schwierig, den zu lenken, weil er ja eigentlich nur diese Dings hat. Das ist unser ferngesteuerter Robot-Traktor. Das ist auch so eine freie Erfindung. Ja, die finde ich witzig. Die finde ich einfach witzig. Aber das finde ich dann wieder in Ordnung. Das ist bei mir dann wieder was anderes. Ne? Aber blockierte Hänger. Das hier könnte theoretisch ja funktionieren. Das ist ja kein Ding der Unmöglichkeit. Blockierter Hänger wird aber nicht funktionieren. Ich meine, was sollen die Räder machen, wenn die blockiert sind? Ne? So, der muss garantiert abladen. Den habe ich total vergessen. So wird es, fällt natürlich nie was. Ich glaube, ich trinke gleich nochmal einen Karottensaft. Denn der schmeckt gut. Wenn meine Mutter das wüsste, dass ich jetzt so liebend gerne Karottensaft trinke, was ich als Kind nicht mochte. Als Kind mit frischen Karotten aus dem Garten. Nee, das mochte der Ole nicht. Und jetzt kauft er das Zeug für teures Geld. Der Hammer. Halber Liter Karottensaft, 99 Cent ohne Worte. Den kann man auch hier von, ja, in meiner Riesenwohnung bestimmt. Ich hätte nichts anderes zu tun. Mit Sicherheit. Süß, der Freddy war da so, der ist am Arbeiten gut. So, du holst jetzt mal den Rest vom Schützenfest. Aber das passt bei dir hinten drauf. Dafür würde ich mir vielleicht sogar noch mal so einen Lenkanhänger kaufen. Wo ein bisschen mehr Paletten raufpassen, weil das wird auch so nicht reichen. Das sehe ich schon kommen. Wobei diese Paletten sind kleiner. Ich glaube, davon nimmt er auch mehr an. Immerhin. Also der ist. Nee. Der soll da genauso wenig stehen wie der Rest auch. Okay. Ist schon voll. Schnell laden. Bin da nicht alle mit. Hilft nichts. War schon wieder voll. Dann verkaufen die Klackermatatsch jetzt hier vorne. Ist mir auch egal. Müssen all die auch nicht überfüttern. Anfüttern ist ja in Ordnung, aber wir müssen sie auch nicht überfüttern. Einziger Nachteil ist immer, die Verschlüsse gehen extrem schwer auf und ich habe wieder vergessen zu schütteln. Aber ich liebe den. Also wirklich, und das ist auch. Ich muss es auch leider sagen, es ist der Beste. Und das Komische ist, ich habe noch keinen gefunden. Ich habe noch nirgendwo gefunden, dass es hier mit Liter Karotten gibt. Hier können wir rumfahren, genau. Sehr schön. Schmeckt sehr gut. Ist halt auch mit Honig. Das hätte früher ja eher nicht funktioniert. Ich glaube, meine Mutter hat immer Trauben zu bereiten. So ein bisschen. Wobei, lieber Karotten. Ja, eigentlich hat sie nur Zitrone. Also Karotten, ja, süß genug. So, die müssen eigentlich zur Dings hier hin. Hier auch viel geschnitten Brot. Ach, war das. Also das war schon
eine coole Sache, aber nee, das würde ich hier. Das zu viel Aufwand, auch das Ding hier sauber zu machen. Das war nix. Pfeffermühlen und Schüsseln aus Holz, glaube ich. Das ist übrigens echt das, was ich da vom Feld mitgebracht habe, ne, das Holz. Und ich musste sie zwischendurch sogar, ich habe sogar Holz verloren, weil ich sie zwischendurch abreißen musste. Weil er einen beim Abladen einen Stamm so bescheuert gesetzt hat, dass er oben im Haus drin steckte. Achso, wir wollten ja auch noch, haben wir jetzt schon alle Windkrafträder gebaut? Weiß ich auch nicht, muss ich auch noch mal renovieren. Ich glaube aber ja. Kann aber auch sein, dass noch eins fehlt. So lecker. Jetzt kommt er drüber, jetzt wenn ich durchfahren will. Okay, vollgeladen. Gut. Das passt auch perfekt, weil im Endeffekt laden wir den ersten Teil im vorderen Bereich hier ab. Der zweite Teil dann, der Rest dann im hinteren Teil. Hier gehen halt nur diese komischen Soja-Dinger hin. Sich irgendwie immer nicht verkleinern. Und hier geht der Rest hin. Das hat sich definitiv gelohnt. Da wären andere Online-Bauern schon froh drüber. Aber auch kleiner mit, hilft nichts. Daneben. Ich glaube, so langsam werde ich aber auch tatsächlich wirklich müde. Ne, es sind 2:25. Das ist auch nicht so wirklich das Wunder, dass man müde wird. Es ist auch wünschenswert, dass man immer müde wird. Ich muss ja ab 1. Dezember muss ich dann ja wieder, ne, ganz normal aufstehen, ins Bett gehen und, ne. Das wird nach 5 Monaten schon eine massive Umstellung. Mein lieber Herr Gesangsverein. 5 Monate Umstellung. Hatte ich jetzt auch nicht so lange mitgerechnet, aber mein Gott. Dafür passt es hoffentlich jetzt auch wirklich perfekt. Weil der Grundgedanke, der dahinter steckt, ist definitiv cool. Also von daher. So, der kann jetzt wieder zum Hühnerstall. Wenn es zwischendurch immer wieder ruckelt, denn ja, tut mir leid, liegt einfach noch immer an den Shadern. Das finde ich ganz cool hier, Forza Motorsport macht immer bei solchen Sachen vorher eine kurze Shader-Runde. Steht in der Runde, muss fertig geschädert werden. Ne? So. Sehr schön. Shader, 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 Dida, 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 da, das. Ja, ja, das ist schon alles. Ist schon alles schön irgendwie. Irgendwie ist es doch auch alles schön. Alles Weihnachten, ne? Ist das nicht schön? Also hier müssen wir dann auch. Hier müssen wir dann, sind wir ja auch wieder einen Weihnachtsmarkt bauen. Ja, das kann man hier auch. Klingonisch ist es auch.
wenig müde. Dann geh doch ins Bett und sei nicht so fett. Schwert, das werde ich jetzt auch gleich machen. Also ich muss noch den Bänder müssen wir auf jeden Fall vom Feld runternehmen, damit der andere da nicht immer noch reinfährt. Auch wenn er jetzt momentan so langsam ist, dass das nicht passieren dürfte, aber wir wissen ja nie. Den meine ich natürlich nicht. Interessanten Strich, den er da gezogen hat. Ich glaube, es ist Zeit für Feierabend. Glaube ich auch. Du kommst hier weg. Ein bisschen früh schon dafür. Würde man natürlich nicht machen, während er noch zu kräftig gehen kann damit. Jetzt werde ich auf einmal richtig müde. Was ist jetzt los? Auf einmal. Aber wirklich so mit einem Schlag. Aber ein Kippchen muss auch gleich noch rauskommen. Also das hilft nichts. Also das ist zu 80% voll, ne? Oder 90. So gesund. Man soll aber, glaube ich, gar nicht so viel davon trinken. Habe ich gelesen. Habe ich irgendwo gelesen. Ja, morgen weitermachen, wenn wir fit sind. Auf den Weg jetzt eigentlich noch hinfahren. 92% werde ich eh nicht abgeladen kriegen. Wobei andererseits, wir können ihn auch dahinter stehen lassen. Man soll nämlich gar nicht so viel davon trinken, glaube ich. Wie mit allem eben halt. Zu viel ist von allem nie gut. Aber egal. So. Dann gehen wir mal ins Speichern über. Und ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und sage gutes Lächle. Schlaf schön, du stummer Fisch, der immer bei mir bischt. Bestellen. Verlassen.